Oh, Waldi, schön, dass du die Karre mitgebracht hast. Weißt du warum, Waldi? Ich sage es dir, guck hier, ich habe dir was Schönes mitgebracht. Kannst du bestimmt schön gebrauchen. Es ist eine ganz tolle Wurst, kannst du schön essen. Freust du dich darüber? Okay, dann geh langsam nach hinten, Waldi, und ess deine Wurst. So, hallo ihr Lieben, dann geht es gleich wieder weiter. Wir zeichnen heute, ich weiß nicht, ob ihr es schon gehört habt, ich wurde mehrfach gebeten, noch mal etwas für die Jüngeren bzw. etwas Leichteres zu zeichnen. Da habe ich mir überlegt, okay, wir machen eine kleine Serie und zeichnen, fangen an heute damit zu zeichnen, einen Rahmen für sechs Motive. Leichte, kleine Motive. Und ich habe mir gedacht, wir fangen mit diesem karierten Papier an als Arbeitszettel. Den brauchen wir nachher noch, wenn es hier um verschiedene Dinge geht. Und aber das Ganze, das Richtige, der richtige Rahmen sollte in eine Bastelpappe oder ein ziemlich dickes Blatt Papier gezeichnet werden, rein weiß. Gut, so viel dazu. Nun beginnen wir auch gleich. Wir wissen, dass so ein DIN A4 Papier 29 in der Länge hat, jetzt diese Länge von hier nach da gemessen, 29,7 mm. Und in der Höhe, wenn wir das jetzt als Höhe nehmen, sind es 21 cm. Unser Motiv aber, also unser Rahmen, was wir brauchen, geht 28 cm. Und wenn ich den mal hier so einmal anpunkte, kurz da, mal sehen, ob wir hier unten rauskommen, 19, 19, da ist er. Gut, passt. Da ist er, Entschuldigung. Ja, nicht. Jo, ist wunderbar. Da das ja hier alles immer zwei Kästchen ist, ein Zentimeter, ist das eine wunderbare Sache. Dann fangen wir auch gleich an zu zeichnen. Hier können wir dick aufdrücken, aber wenn wir nachher auf dem weißen Papier sind, müssen wir mal denken, hallo, das ist unser Gerüst und das müssen wir alles wegzeichnen. Da haben wir ja noch nichts vom keltischen Knoten gesehen. So, dann ziehen wir mal einen Strich. Ich drücke auch ein bisschen dicker auf, dass ihr das auch seht. So, 28. Bis da nach da. Von da nach da sind 19, haben wir gesagt. Ich bin jetzt auch auf Facebook zu Hause, ein kleines Zuhause. Ich benutze, möchte Facebook benutzen, um mich weiter zu vergrößern bzw. weiter bekannt zu machen. Und, aber ich kenne mich noch nicht, das ist die Schwierigkeit, ich kenne mich noch nicht so genau bei Facebook aus. Ihr könnt mich da gerne besuchen auf der Seite. Es liegt auch noch gar nicht fest, wie die Seite richtig heißt. Ich komme da ganz durcheinander. Entweder Axel Kaminski oder keltische Knoten. Müsst ihr mal gucken. Vielleicht erreicht ihr mich da und dann kündige ich so an, was wir nächstes zeichnen und so. Ich finde das ganz toll. Dann habe ich auch einen Bezug zu euch. Vielleicht habt ihr ja auch Facebook. Instagram habe ich auch noch nicht so richtig verstanden, aber Facebook ist erstmal Nummer 1 jetzt. So. So, jetzt haben wir hier 28 cm, 19 cm. Dann gehen wir gleich ran und sagen, wir zeichnen einen Innenlinks, ein Innen. 1 cm nach innen zeichnen wir uns auch rundum. Zack. Wir müssen hier nicht so genau sein, das ist ja nur ein Schmierzettel, aber so genau man das macht, umso ordentlicher sieht das auch aus. Auch ein Schmierzettel kann ordentlich aussehen. Ist ein bisschen dumm hier, ich muss dann immer ein bisschen drehen, dass ihr das auch seht, was ich hier mache.
in den ganzen Spiegelungen und alles. Ich weiß nicht, vielleicht spiegelt es zu doll. Ist ja auch nicht so schlimm. Das ist ja ziemlich einfach hier. Zack. So, das habe ich gemacht. Jetzt gehen wir 9 cm von hier, von der Außenkante, gehen ein bisschen höher, 9 cm von der Außenkante. Ja. Und das achte, das neunte Feld ist es. Gut. Und hier auch 9 cm voneinander. 9. Brauche ich eigentlich gar nicht zu bemessen, weil ich weiß ja, dass es senkrecht runter ist. Senkrechtes Blatt Papier. Und da zeichnen wir das auch so ein. Schwupps. Schwupps. Den nächsten. Diese Seite genau das gleiche, auch 9. 9 seht ihr da, zack, das ist dieses Feld dann. Ziehe ich mir gleich hier runter. Zack, hier geht es wunderbar, aber das müssen wir nachher alles auf ein schönes weißen Papierbogen. Der Papier, sage ich schon, einen schönen Bastelkarton ist sehr schön in weiß, weil wir das ausschneiden, das wird ja ein Rahmen. Wer das alles nicht hat, der kann auch einen schönen, kann auch ja, sagen wir, Zeichenpapier oder was ihr da so habt. Ein bisschen dicker sollte das schon sein. Gut, weil es ein Rahmen ist. Könnt ihr euch dann aufhängen oder verschränken und so weiter. Da ist auch noch ein Feld drin, da könnt ihr noch was reinschreiben. So habe ich mir das ausgedacht und so werden wir das auch machen. So, jetzt hier wieder zurück. 9. Dann hier auch jetzt von dort oben nach hier unten 9. Da ist das neunte Feld. Zack, zack. Gerade rüber hier. Machen wir das bis hier und von da nach da. Nochmal überprüfen. Das ist das neunte Feld unten, also 8. Hier, sorry, jetzt bin ich mit meinem Kopf an die Kamera gestoßen. Ist alles ziemlich eng hier. Weil die Kamera, die schwebt hier ungefähr jetzt so 50 cm über uns, dass ihr das seht. Und so, das habe ich gemacht. Und da habe ich schon den ersten Fehler gemacht hier. Der ist verkehrt hier. Der wird gar nicht dadurch gezeichnet. So. So, jetzt haben wir hier 9 mal 9 mal 9. 9 mal 9 mal 9. Der Rest ergibt sich, weil wir die beiden ja hier runtergezogen haben. Und nun zeichnen wir 1 Zentimeter hier ein Kästchen, 1 Zentimeter über dem, die untere Kante von dem, der hier rauf geht. Die obere Kante kommt jetzt. Und ein hier drunter ist jetzt die obere Kante von dem unteren. Ist das so richtig? Ja, ist so richtig. Hierüber. Eure Aufgabe wird sein, das schön säuberlich auf ein schönes weißes, habe ich gerade gesagt, etwas dickeres Papier zu zeichnen, weil wir das hinterher ausschneiden. Diese Felder werden ausgeschnitten nachher, aber erst später. Dann müssen wir erst diesen Rahmen übertragen. Gut, okay. Soweit, 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 soweit. Alles klar. Wunderschön. So, dann gehen wir ran, und das kennen wir ja schon, und machen jeden Zentimeter, machen wir uns hier die Kästchen für den göttlichen Knoten. Ich werde jetzt nicht so lange hier euch das zeigen, bis das fertig gezeichnet ist, sondern ihr seht, ihr könnt diese Felder alle auf einen Streich machen, auch die waagerechten hier. So, so, so. So ist das richtig. Ja, so ist richtig. Den, den, den. So seht ihr schon, entstehen schon die Felder, so, ja? Wunderbar.
kommt ihr alle. Ja, alles klar, gut, so. Dann hier da drin auch. Ja, wenn ihr hier zeichnet, diese hier, die hier drin auch. Gut. Ich sag mal eins. Ihr zeichnet das alles aus und könnt dann schon anfangen, das Ganze einmal über auf das große, auf ein weißes Papier zu zeichnen. Diesen Rahmen. Und zwar ist das wunderbar hier. Guck, schaut mal, wenn ich den jetzt hier drüber führe, dann können wir ganz genau, das ist ja alles rechteckig, dieses Papier. Und wenn ihr eine Bastelpappe nehmt, dann müsst ihr euch die ganz rechteckig so schneiden, wie in die Nervierpappe. Und jetzt passen wir mal auf. Schaut mal, wenn 29,7, das ist das DIN A4-Papier breit. Wenn wir 28 cm reinzeichnen hier, dann verbleiben uns dieses und das hier, sind zusammen 29 weniger 28, 1,7 cm, sind 8 mm auf jeder Seite. Oder sagen wir andersrum, auf der einen Seite 7,5 und 7,5. Gut. So, und dann fangen wir an und sagen wir uns, hier 7,5 cm. So. 7,5. 7,5. Hier 7,5. Fange ich mal von 10 aus hier an. So, 7,5 von 10. 6, 7,5. Dann zeichnen wir das uns senkrecht hier runter. Ja, ich mache mal hier unten auch noch ein bisschen so. 5, 6, 7, 1,5. Gehen wir weg. Dann haben wir da wenigstens auch schon mal was angefangen. So. Jetzt zeichnen wir uns so, dass ihr den gerade so seht. Nicht aufdrücken, zu doll. So, das sind die 7,5. So, jetzt kommt hier so ein bisschen 7,5. Gegenseite. Gegenseitig gerechnet ist, wenn wir haben 21 cm Höhe. Unser DIN A4 Papier hier ist 21 cm hoch. Und wenn wir dann, können wir ja wohl im Kopf rechnen, wenn wir dann 19 cm wegnehmen, haben wir 2 cm, die überbleiben. Diese 2 cm sind ja ganz einfach. Machen wir uns hier 1 cm. Hier 1 cm. So, hier 1 cm. Das seht ihr jetzt nicht. Rund um 1 cm. So, ist aber nicht schlimm. Und die Punkte verbinden wir uns dann ganz einfach. So, bitteschön. Hier. Das seht ihr hier auch nicht, aber ich habe es genau drauf gemacht. Dann zeichnet ihr das hier so durch. Zack. Den hier auch. Da, nach da. So. Und von da aus dann 1, 1, 1, 1, 1. Wie hier. Also, wir zeichnen uns das hier fertig und wenn ihr Lust habt, die gleichen Daten auch hier übertragen. Wenn wir das gemacht haben, sind wir schon ganz schön weit. So, und ich zeichne das und ihr zeichnet das und dann sehen wir uns wieder. So, Freunde, da bin ich wieder. Ich habe das auf den Weg gebracht. Ich habe das hier gezeichnet. Dann können wir beginnen mit unseren Kreisen, wie wir das gewohnt sind und wie wir das kennen.
Das können wir überall machen. Bis zum nächsten Mal. Der nächste Film wird nicht lange auf sich warten lassen, das kann ich euch jetzt schon sagen, weil das geht jetzt Schlag auf Schlag, damit ihr immer genug zu tun habt. Zeichnet hier bitte noch nichts aus mit geldlichen Quoten, weil hier kommen noch, hier habe ich noch einige andere Dinge vor, euch zu zeigen, andere Möglichkeiten. Einfach nur hier diese Kringel machen und wenn ihr Lust habt, könnt ihr das ja dann schon etwas weiter übertragen auf dieses reine, auf diese kleine Stickerpapier, auf eine kleine Pappe oder so. So, und dann kommt das genauso da drauf wie hier. Aber noch nicht ausschneiden, auch nicht, da kommt noch ein kleiner Rahmen drum. Und das sage ich euch dann aber später. Ich hoffe, dass ich euch nicht überlastet habe heute. Wir machen Schluss für heute und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder, wenn ihr Lust habt. Ich würde mich freuen, wenn ihr wieder dabei seid. Es wird bestimmt ein ganz, ganz, ganz schöner Bilderrahmen mit schönen Bildern drin. Bis dahin, alles Liebe für euch. Tschüss.